Heinz Fuchsbichler, Hand aufs Herz, wie groß ist der Felsen, der dir von der Brust gefallen ist heute? Ja, riesengroß, aber nicht nur mir, ich glaube, sehr vielen anderen auch. Und das ist einfach so, wenn man 0 Punkte hat nach 3 Runden, dann ist der Druck groß und die Erleichterung umso größer, wenn man dann eben in Form von einem Sieg angeschrieben hat. Am Ende war es, sagen wir mal so, ein bisschen glücklich. Die Grazer hatten doch gerade am Schluss noch hochkarätige Chancen. Warum hat es vorher nicht zur Entscheidung gereicht? Es waren Chancen dafür, Altach zum 2:0. Ja, weil Sturm Graz einfach eine Top-Mannschaft ist mit einem Top-Sturm. Das weiß man. Und wenn die Mannschaft hinten liegt und alles versucht, dann kommen sie auch zu Chancen. Wir waren heute sicherlich die glücklichere Mannschaft. Also da braucht man nicht schönreden. Und wir haben uns aber trotzdem den Sieg, hat sich die Mannschaft erarbeitet, erkämpft. Und davor ziehe ich meinen Hut. Hans Koch, erster Auftritt in der Bundesliga, Debüt, gleich ein Sieg. Wie fühlst du dich? Ja, super natürlich. Einmaliges Erlebnis, das habe ich lange gewartet, habe mich gefreut und habe mich voll reingehaut und bin froh, dass es mit den 3 Punkten geklappt hat. Und wie ist so das Gefühl, vor knapp 6.000 Leuten hier aufzulaufen und angefeuert zu werden? Ja, ist natürlich super. Also gerade wenn du 1:0 führst da daheim, die Fans, die sind alle aufgestanden, klatschen, applaudieren, ist ein super Gefühl. Es spannt da natürlich an. Ja. Darum will man Profi werden. Ja, genau. Herr Voder, hat sich eure Mannschaft heute selbst geschlagen oder war Altach doch stärker wie erwartet? Nein, wir haben uns selbst geschlagen. Wir haben über 90 Minuten die klar besseren Torchancen gehabt. Wir haben 6-7 hundertprozentige. Altach hat einen sehr guten Torwart heute gehabt und deshalb haben wir verloren. Am Samstag gab es in Budapest eine leichte Ausschreitung. Können Sie uns darüber was erzählen? Nein, wir haben uns auf das Sportliche konzentriert. Nur generell ist dazu zu sagen, dass wir einfach, oder ich persönlich, Krawalle verabscheue. Und die Leute, die den Krawall entfacht haben, müssen bestraft werden. Und da müssen die Vereine auch reagieren. Mario Krasnitzer, der Franco Foda von Sturm Graz, hat gesagt, der Dormann war heute der Matchwinner. Wie hast du gesehen? Ich glaube nicht, dass es am Dormann allein gelegen ist. Ich glaube, dass die ganze Mannschaft eine hervorragende Leistung gebracht hat. Wir haben gekämpft, wir haben alles gegeben und wir haben auch das Glück auf unserer Seite gehabt und wir sind froh, dass wir die 3 Punkte da haben. Ganz ehrlich, wie groß ist jetzt die Erleichterung, dass diese 3 Punkte jetzt endlich eingefahren sind? Ja, es ist uns nicht ein Stern, es ist uns ein Felsen jetzt aber gefallen, weil jetzt haben wir mal gesehen, dass wir es auch können, dass wir in der Liga auch punkten können und siegen können. Und zu Hause muss das so sein, da muss man auf Sieg spielen und das soll auch weiterhin so sein. Altach hat den Sieg verdient. Sie haben gescheit agiert, vor allem das 1-0 ist einer sehr entgegengekommen. Wir haben es leider verabsäumt, vor dem 1-0 schon in Führung zu gehen. Dann hätten wir es sicher einfacher gehabt, weil dann hätten die Altacher weit offensiver spielen müssen und das wäre uns sicher entgegengekommen. Verzweifelt man da hinten als Verteidiger, wenn die Kollegen vorne eine Riesenchance um die andere vergeben? Nein, aber das passiert heute und muss man ruhig bleiben. Wir hätten selber kein Gegentor bekommen müssen, da sind die Verteidiger schuld und so verliert immer die ganze Mannschaft. Interessant für uns wäre vielleicht noch ein kurzer Kommentar, was ist Samstag in Budapest passiert? Ja, da haben wir gewonnen. Und außerhalb vom Platz? Ja, das weiß ich selber nur für die Medienberichte, man hat es im Spiel ein bisschen mitbekommen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schlecht für den Fußball.